Hier, das So, Flüssigwasser. also, alles läuft. Ich habe gar keine Hilfe, ich habe das völlig allein gemacht. Ja. Was? Ach, ich soll gehen. Nein, du sollst. Ich dachte, du sagst es. Ah, ich bin Ja, Pandoria. ich bin Pandoria. Oh, warte mal, da hätte ich ja die Ariane-Stimme. Und ich rülpse fett ins Mikrofon. Ja, mach mal. Nee, kann. Nee. Okay, ich mach mal, ne? Ja. Dingens. So, hört man. bin ich jetzt synchron einigermaßen, weil gerade war das ja so, dass der Ton zuerst kam. Ich muss mal kurz auf Feedback warten. Oh Scheiße, ich habe gar nicht, ich höre gar nichts mehr. Ich habe. Kannst du mir Warte, das warte. mal? Das ist so länger, wie es geht. Das ist immer eine Katastrophe bei mir, ey. Das ist furchtbar. Ja, super. Oh, es läuft. Vielen Dank, dass du die 64-Bit-Version aufgemacht hast. Bin so bekloppt, Soll ich ey. jetzt einen Schlüpper in die Kamera halten? Nein, aber ich habe gerade schon die Kamera so gedreht, weil man hat voll, also man hat es nicht gesehen, aber man konnte erahnen, dass ich gerade, das ist frisch gewaschene Wäsche. Ich muss das noch falten. Soll ich jetzt gehen? Ja, weiß nicht, willst du noch irgendwas sagen? Ich wollte ja nur rumstehen und dir zugucken. Ach so. Möchtest du dein tolles T-Shirt zeigen? Oh, das ist ja schön. Jetzt stell dir mal vor, man hätte jetzt den Spiegel gesehen. Er hat sich gerade komplett nackt ausgezogen. Und den Rest, da ziehe ich einmal dran und bin sofort nackt. Ja. So, viel Spaß, bis gleich. Okay. Ja, dir auch. Tschüss. So, jetzt bin ich wieder da. Oh, das war ja furchtbar. Ich habe mir das angeguckt und weiß auch nicht. Dipper Daylight hat bei mir voll geruckelt die ganze Zeit. Ich habe gar nicht so viel Joghurt gegessen. Er hat übrigens voll gelogen, ne? Der hat. Darf ich? Der hat gerade bei mir voll geruckelt und allgemein der PC. Und guck mal hier, schon wieder. Ich weiß nicht, was heute los ist. Auch als ich den PC gestartet habe, hat es alles super krass geruckelt. Und hier, warte. Das war nicht viel. Das sieht auch nicht so gut aus hier, oder? Das ist normal. Das ist nicht normal hier. Ich habe nie 586 Du musst das neue benutzen. Gigabyte. Was? Du musst das neue benutzen. OBS Studio. Ich glaube nicht, dass das in OBS liegt Never heute. touch a running system. Ja, never touch a running system. Es ist so. Das So. rannt ja gut heute. Ja. Jetzt müsste aber, das ist nix. Das geht. Ich hab nie verworfene Frames. Boah, keiner weiß, was ich trinke. Gut, ne? Die ist Ein frisch. Sockendunst. Die ist frisch, die Socke. Bestimmt schon voll warm, die Dose. Tschüss. Willst du was spielen? Ich? Nee, ich kann nicht. Ich weiß. Ich geh kacken. Okay, dann geh mal kacken. Viel Spaß. Denk an mich. Bitte nicht. Viele Grüße, soll ich sagen. Ich wollte gar keine Schokolade essen. Frank hat den geilsten Arsch, steht im Chat. Ich muss da ein bisschen widersprechen. So was Männerhintern angeht. Nein, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. So. Hallo? Huch! Bin ich schon da? Ah, okay. Achso, ja, du bist schon da. Ja, hallo! Hallo, schöne Mann. Was, wo? Wo? Hört man Habe ich dich? gerade noch gesehen. So, ich muss dich ja nicht unbedingt sehen, ich muss ja nur den Chat sehen. Deswegen. Ich kann Ich das echt verstehe. nicht haben, wenn Ich Twitch verstehe. in diesem hellen Modus ist. Das ist nein. Ich Ich gucke verstehe. dich immer gerne an. Ja, klar. So, ah, oh, Ja. viel besser. So Übrigens, aufnahmemäßig. die Leute bestehen auf Pornotitel. Okay, ja, das ist auch okay. Ich Pornotitel. bin da ziemlich schmerzfrei. So. Oh. Jedenfalls. Ja, Entscheidungsgrund, ich kann nicht gut kochen. Ja, Also ich. erstmal ist das gelogen, du kannst gut kochen. Und zweitens, ich kann nicht gut kochen, das ist. Ah, Nee. ist voll der Schall. Aber ins Glas koten oder was? Ja, das ist Wenn auch du Kacke. Ich ins. wusste Ja, natürlich ist das Kacke. Wenn du ins Glas kotest, wäre das ein Scheidungsgrund? Oder wäre das. Oder ist vielleicht das Klo kaputt und man wirft es aus dem Naja, wenn ich Fenster? dir servieren würde als irgendein Nutella, warte mal, als Dann irgendein fällt das Nutella-Tassenkuchen. unter, ich kann nicht gut kochen. Ja, das stimmt allerdings. So, okay. So, Scheidungsgrund, Jungbrunnen verfehlt. Ja, das war. Entschuldigung. Also, wenn jemand älter wird, quasi, ist das ein Scheidungsgrund? Ist es das, was du mir sagen möchtest, durch die Blume? Ist es das?
Ja, ich find's echt blöd, dass du die ganze Zeit älter wirst, wo ich doch total jung bleib. Nein, bitte, du wirst nicht ernst. Nee, es war eigentlich auf Frauen bezogen, die dann irgendwann älter werden, wo die Männer dann sagen, ich habe jetzt drei 20-Jährige, die ich in meinem Sportflitzer durch die Stadt kutschiere. Ist doch klar. Das ist dann der Scheidungsgrund. So. Aber grüß mal Jens von mir, ne? Wollte ich nur mal sagen. Okay, ich war schon ein weiter. Jodeln in 69er. Hast du das schon mal gemacht? Was zur Hölle? Klar. Beim 69er Jodeln ist das nicht. Ist das nicht. So. Oder natürlich auch der Kerl. Ist schwierig. Oh so. Könnte ja nicht beim Todesgrund sein. Okay. So. Pornotitel. Juttas Möse ist die Flauschemaus. Oh, das ist aber süß. Ja. Das ist aber süß. Jörg jaucht zwischen Jodeln Jumbo-Bußen. Ja, natürlich, ja. Aber Flauschemaus klingt ein bisschen haarig, oder? Ja, natürlich. Die Jutta ist eher ein 70er-Porno. Ist, glaube ich, eher ein 70er-Porno. Damals gab es ja immer so einen Riesenbusch. Da war immer. Der sich über das ganze Bein da so geschlängelt. Ja, so bis zum Knie auf jeden Fall. Da konntest du mit dem Arm reingreifen und Sachen rausziehen. Und dann musstest du immer da hast du die Augen verbunden und musstest so erraten, was diese Sachen sind. So, oh, das sind Zauberwürfel. So. So. Okay. Penistransplantation mit dem eines Elefanten. Warum ist das eine Todesursache? Für wen? Für einen selbst oder für Personen? Ich würde sagen, für einen selbst. Warum? Ich würde sagen, das kann nicht gut gehen, wenn er das erste Mal irrigiert ist. Kennst du diesen Mann, der immer in Ohnmacht fällt da? Der irgendwie den größten Penis der Welt hat und der fällt immer in Ohnmacht, wenn er irrigiert ist? Ja, klar. Ja, jetzt stell dir das mal vor, mit einem Elefantenpenis. Was? 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 Sag mal, hast du eigentlich schon mal ein Porno gedreht? Ja, der heißt Pandoria, ist ein komisches Mädchen. Nein, mir ist nichts eingefallen. Da geht's aber richtig zur Sache, oder? Die braven Mädchen sind immer die schlimmsten. Stille Wasser sind tief und schmutzig. Wollte ich nur mal kurz sagen. Aha. Ja, so. Fetisch Muschis abklatschen? Alter, ich bin hier so anständig. Was genau? Bitte erklär mir diesen Fetisch. Was genau? Nee, ich will das wissen. Was heißt Muschis abklatschen? Ich hatte tatsächlich nur Muschi da stehen. Und da musste ich immer. Und denkst du, was machst du denn jetzt damit? Und da musste ich mir wahrscheinlich, keine Ahnung, einfach draufhauen. Und dann Muschis abklatschen gemacht. Oh Gott, bitte mach das nie. Also mach das nie bei Leuten oder so. Aber bei Leuten, klar. Bei random Leuten auf der Straße. Erstmal so. Weißt du so? Oder wahrscheinlich eher. Huch! Oh, was denn da passiert? So. Aber Maulschelle beim Vögeln. Maulschelle beim Vögeln ist schön. Ist oh ja, ich liebe dich. So. Den High-Five-Muschi. Ist eigentlich, weißt du, ist eigentlich so, aus Macho-Perspektive ist das ähnlich. Maulschelle beim Vögeln ist ein anderes Wort für Muschis abklatschen, verstehst du? Ach so. Oh, okay. Okay. Alter. Also, es ist mich ja Alter, bitte was. Maskuline Matronen. Malträtieren. Oh. Ja. Oh, ich hab so Bauchschmerzen jetzt. Ich kann nicht mehr so genau. Manfreds ein Meter vor Haut zieht um den Dom. Was zum Teufel? Was? Boah, stinkende Sachen finde ich gut. Ich komme gerade voll nicht auf Manfreds Vorort klar. Es tut mir echt leid. Ich komme da gerade überhaupt nicht drauf klar. Alter, was läuft denn falsch bei dir? Ich bin so anständig. Ich bin viel zu anständig. Ja, dann lass es fallen. Murmeln aus einem Kinderarsch. Warum aus einem Kinderarsch? Weil die Murmeln essen und die halt auskacken und willst du dran riechen? Also ich nicht. Wie kommst du auf sowas? Weil ich 5 Geschwister hab, zur Hölle. Habt ihr Murmeln gefressen? Lass mal Murmeln... Deswegen auch hier oben. Anderes Wort für kacken. Murmeln abknötern. Lass mal Murmeln spielen. Da stelle ich mir gerade die Familie vor beim Murmelspielen. Alle so mit nacktem Arsch, von Brennnesseln zerstochen, weißt du? Pff, tick, 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 tick. So stelle ich mir das einfach vor. Jetzt hör doch auf, ich kann nicht mehr. Ich kotze gleich. So. Alter, was läuft denn da falsch? Oh. Wo sind wir denn? Ich hatte oben echt nur Murmeln stehen.
Und das hast du den Murmeln unten wieder eingefallen und deswegen habe ich oben Murmeln gelassen und einfach abklötert. Ich erkenne da überall diesen Zusammenhang einfach. Ich erkenne überall diesen Zusammenhang. Okay, so, ich mach mal weiter. Alter, wieso bin ich denn so anständig? Ich komme mir gerade voll schäbig vor. So, okay, wir machen das nochmal und dann, ich muss aber ganz kurz sagen, wenn die Nati Lust hat, die Nati wird uns hier so wegwemsen einfach gleich. Die wird uns so platt machen, das weiß ich jetzt schon. Könntest du bitte nicht wegwemsen sagen? Weißt du, ich bin nicht so dreckig wie du. Ich erkenne das in einem völlig unsexuellen Zusammenhang. Soll ich dir mal was sagen, wovon man echt gute Laune kriegt? Nein. Okay, dann nicht. Nein, jetzt bitte. Aber die Leute wollen es ja wissen. Ich ja nicht. Wir haben im Kühlschrank noch die Wraps. Und die müssen weg. Oh ja. Oh ja. Bin gleich wieder da. Das war mich die ganze Zeit nicht unfassbar glücklich. So, okay, dann machen wir eine neue Runde. Total vernünftig. Ja. Und dann Tatjana an Menstruationstagen die Schokolade verweigern. Ja, versuch das mal. Ich bin viel zu vernünftig. Ja, generell sowieso nicht. Auch an allen anderen Tagen. Das Hurteln ist wirklich schön. Im Swingerclub. Ja, klar. Ja, fummeln darfst du, aber nicht verliebt sein. Klar? Nein. Also kennst du ja. Nee, warte, das kann ich zu dir ja nicht sagen. Das kann ich zu dir ja nicht sagen. Das ist schwierig. Das wirft jetzt politische Fragen auf. Also ich bin da jetzt absolut nicht anständig. Was meins? Ja, natürlich. Na klar. Das ist nicht anständig. Wie, das nicht anständig? Da wird anständig unterworfen, das kannst du aber glauben. So, jedenfalls, was? Nein. Oh Agavendicksaft auf geile Omas? Ja! Kennst du Agavendicksaft? Was ist Agavendicksaft? Kennst du das nicht? Nein! Das ist sehr gesund. Ich hätte jetzt das Agaven weggelassen und dann hätte ich gedacht so... Ich hol das mal die Tage. Nein! Doch, ich hol das! Mir kommen hier keine geilen Omas in die Wohnung. Ich möchte das nochmal sagen. Ja, ich habe es ja schon dreimal gesagt. Ich musste das schon dreimal sagen. Bitte keine geilen Omas in die Wohnung. Und ich möchte bitte keine Armbeugen vögeln. Das muss ein Ende haben. Das muss endlich ein Ende haben. Ich möchte das hier mal ansprechen. Ja, das ist aber echt gut. Chloroform, aber nur kurz, dann geht's. Ah. Das war im Zusammenhang natürlich, wieder eine Story erzählt gerade. So haben wir uns damals kennengelernt. Ja, natürlich. Das war auch schön. Der erste Abend war am romantischsten. Ja, toll. So. Ich kann mich nicht mehr erinnern, es war wohl so toll. So, aber mit der Wundsalbe ging's hinterher. So, jedenfalls, Ja. So. Okay, bis später. Tschüss. Bis später. So, dann mache ich mal ganz kurz eben hier wieder aus. Alter Schwede, boah, mein lieber Freund. Das war, glaube ich, die ekelhafteste Runde Stadt, Land, Fluss, die ich jemals gespielt habe.